sind auch eine ganze Reihe von Dingen bekannt gemacht worden. Und ich freue mich darüber, dass auch viele Bürger im Gleichstellungsprozess eigentlich staatlich beteiligt waren. Wir haben uns über das Einzelhandelskonzept verständigt, über das Zentrenkonzept. Auch das, glaube ich, sind wichtige Meilensteine, um in der Stadtentwicklung voranzukommen. Und das war auch eine starke politische Diskussion. Es ist uns leider auch gelungen, uns für die Innenstadt auch stark zu machen. Letztendlich suchen wir nun Investoren, die also in der Innenstadt an verschiedenen Stellen auch hier zusätzlich mit ihr Geld investieren. Und ich glaube, da sind wir auf guten Wege. Schauen wir rüber auf die polnische Seite. Auch das ist ein Thema, glaube ich, was uns international, das kann man durchaus so sagen, bekannt macht. Wir sind mit unserem polnischen Partner weiter vorangekommen. Die Buslinie läuft gut. Vielleicht hat der eine oder andere gerade über die Weihnachtsfeiertage, dass wir die Gäste, die hier in der Stadt waren, gehört. Wir haben uns mit Zubitze zu einem gemeinsamen Logo verständigt. Wir haben eine ganze Reihe von internationalen Gästen hier in der Stadt, die von überall her, gerade in Frankfurt oder in Zubitze, ihre Veranstaltungen durchführen. Seit uns steht, sei hier an dieser Stelle genannt, Lehrer, 400 Lehrer aus ganz Europa kamen hier nach Frankfurt oder. Aber wir haben noch einiges vor. Für die nächste Zeit, wir wissen, dass wir unsere Infrastruktursysteme verknüpfen wollen. Das Fernwärmeprojekt ist auf guten Wege. Wir haben die Oder wieder für Touristen erschlossen, die Schiffe sind unterwegs, die Zusammenarbeit im Bereich der Universität läuft gut und das darf man auch nicht vergessen. Wir haben immer wieder politische Prominenz hier in unserer Stadt und das macht einfach immer wieder auf uns aufmerksam. Der Bundespräsident, der polnische Präsident waren hier. Ich glaube, man ist immer wieder beeindruckt, was wir hier in Frankfurt oder auch für die deutsch-polnische Zusammenarbeit tun. Aber wichtig ist auch, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, schauen wir einfach nach vorn, denn wir haben ja einiges auch im neuen Jahr vor. Und Sie haben das ja auch in der Presse verfolgt. Das Wichtigste, was jetzt ansteht in den nächsten Tagen, ist dann zu dem Haushalt, den wir schon verabschiedet haben, auch das Haushaltssicherungskonzept. Das wird uns also in den ersten Tagen unmittelbar beschäftigen. Aber wir werden auch unsere Verwaltung modernisieren. Auch das, denke ich, haben Sie verfolgt. Eine komplexe Organisationsuntersuchung hat stattgefunden. Und es geht jetzt darum, die notwendigen Änderungen, insbesondere auch 2014, auf den Weg. Die Zukunft unserer Stadt müssen wir gemeinsam gestalten. Und ich denke, das geht jeden an. Und deshalb freuen wir uns, dass wir das, was jetzt entstanden ist, dass wir auf Leitbilder orientieren, dass wir eine Diskussionsgrundlage geschaffen haben, die wir, wie gesagt, in den letzten Monaten diskutiert haben. Wir haben uns dazu auch extern Rat mit eingeholt. Einige waren hier auch bei der Diskussion mit dabei. Wir hatten Vertreter der EU-Kommission dabei, des Polnischen Instituts aus Berlin. Wir hatten das Institut für Wirtschaftsforschung mit an unserer Seite und eine Reihe von ehemaligen Staatssekretären, die aus unterschiedlichen Fachbereichen in den Bundesländern tätig waren. Ich glaube, hier haben wir eine vernünftige Diskussionsgrundlage, können das dann im neuen Jahr öffentlich einmal im politischen Raum, aber dann aus der gesamten Stadt diskutieren, dass wir Frankfurt oder Zubitze als Doppelstadt uns europäisch aufstellen, dass wir Europa gemeinsam gestalten, dass wir uns als Zentrum in der deutsch-polnischen Ruhrregion verstehen, dass wir wirtschaftlich vorankommen wollen, mit technologieorientierten Unternehmen, aber auch mit dem Unternehmensbestand, dass es vor allem um Wertschöpfung hier in Frankfurt-Oder geht und dass unsere Bildungs- und Kulturstadt mit internationalem Anspruch und mit hoher Lebensqualität eigentlich zu bieten hat. Das alles ist in Details untersetzt und hat Eingang gefunden in ein komplexes, integriertes Stadtentwicklungskonzept. Ich freue mich auf die Diskussion und auch darauf, dass Sie sich in diese Diskussion aktiv mit einbringen. Ja.